Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite mit mir, dem Playgestalt und dem Game Teddy. Hallöchen meine Lieben. Na, bist du wieder frisch am Start? Ja. Freust du dich ebenso? Ja. Das klingt aber sehr überzeugt. Ja, klar. Yo, ich freu mich auf jeden Fall. Wah 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 wah. So. Wir sind wieder in derselben Mission im Grunde genommen wie eben, nur dass wir das gleiche machen wie auch eben. Genau, und das Ganze halt etwas zügiger. Genau. Ah, ich hätte ergriffen! Ja, wir sammeln jetzt Luglo, suchen den Lars. Und danke, Jingo. Und dann sind wir auch schon weg. Ach, das bist du. Das ist ein cooler Ninja. Ninja? Ja, ne? Nein. Nein, nicht schon wieder der Bobo. Hauptsache die Nervensäge hier. Jeder guckt ein Loch. Oh. Ja, was machst denn du? Maximal reagiert. Der war ja easy. War jetzt nicht so schwer, aber wir haben unser Blue Glow. Ja, brauchen wir noch zwei, dann haben wir... Ich habe jetzt eins. Ich habe auch eins. Ah genau, wir können das eigentlich aufteilen, macht ja keinen Sinn, wenn wir beide an derselben Stelle suchen, ne? Das ist korrekt, ja. Das ist irgendwie überhaupt nichts im Ziel. Suboptimal, das hilft nicht. Zielführend? Ja. Nein. Ja, bleib im Rathaus drin, dann bist du sicher. Mehr oder weniger, ja. Plus minus. Ja, bei euch in Deutschland geht's ja jetzt zu, ne? Mit der Merkel. Ja, jetzt im Oktober ist Wahl. Genau, da kann ich euch auch mal was zu sagen, Leute. Also, ja? Ich weiß nicht, ob ihr so wahlinteressiert seid oder nicht. Ich bin's eigentlich nicht. Allerdings habe ich es mir nicht nehmen lassen, trotzdem meiner Bürgerpflicht nachzukommen. Und auch. Und hab per Briefwahl abgestimmt. Mhm. Nach dem Motto, wenn ihr echt, wenn das der Grund ist, dass ihr nicht wählen geht, so, jetzt muss ich wegen diesem einen Kreuzchen da, oder wegen zwei Kreuzchen, gehe ich jetzt hier. Ich dann dürft ihr euch aber dann, auch beschweren. Ja, das sowieso nicht. Also, beschweren finde ich sowieso Quatsch. Ja. Aber, ich meine, wenn ihr einfach die Stimme abgebt, also wenn ihr sie nicht abgebt, verfällt sie im Grunde genommen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja. Und dann doch lieber sagen, ey, den Grund, warum gehe ich nicht, und dann. Ach, okay, ich gehe nicht, weil der Weg ist weit oder ich habe am Sonntag was anderes vor oder. Kann ich alles verstehen, ich geh mir nicht anders. Ich habe da auch keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein, da jetzt extra hinzulatschen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Deswegen einfach ganz easy Briefwahl, könnt ihr mit dem Handy, Barcode-Scanner, scannt da kurz durch. Und dann schnell, müsst ihr schnell angeben, hier, okay, ich wohne da, mehr oder weniger verifizieren, dass ihr das auch seid, der das da gerade macht. Dann kriegt ihr die Wahlunterlagen zugeschickt und danach einfach in den Briefkasten reinschmeißen. Easy, fertig. Und Tote, alles easy. Eben. Und ihr habt eure Pflicht getan, könnt euch gut fühlen, ihr habt was getan fürs Land. Für das Land! Und dann ist alles easy. Aber einfach nicht wählen gehen, finde ich, ist auch falsch. Ja, also ich finde halt nur falsch, dass die Leute, die was nicht wählen gehen, dann die lautesten sind, die was sagen, ja, jetzt haben die wieder gewonnen und bla bla bla, ne? Und haben selbst dafür nichts getan eigentlich. Ja gut, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ja. Aber auf jeden Fall bei euch in Deutschland geht's jetzt da runter und drüber, ey. Ja, jetzt also. Ende des Monats, also im Grunde genommen, ihr müsstet eigentlich, also jeder, der wählen darf, hat garantiert jetzt schon seine Wahlbenachrichtigung. Du kriegst ja glaube ich so 3-4 Wochen vorher. Ja. Das ist alles ganz easy geregelt. Nee, aber ich habe das vor kurzem im deutschen Fernsehen gesehen und ich dachte mir so, alter Verwalter, ne? Naja, und ich gehe jetzt. Die Rede, was die Merkel da gemacht hat, ne? Welche Rede? Gab's einige Verärgerte. Welche Rede meinst du jetzt genau? Hat sie nicht eine Rede gegeben von der? Vor kurzem gerade? Sie redet immer. Ja, das ist klar, dass die überredet ist. Das ist nichts Neues. Also, ich kann mich jetzt an keine Rede erinnern, aber. Ich verfolge das jetzt auch nicht so, kann ich jetzt gar nicht sagen. Na gut, aber ich verfolge das auch nicht so extrem, aber. Ich hab mitbekommen, ja, es gab ja dieses TV-Duell, sagen wir jetzt mal. Ja, das war relativ sinnbefreit. Wobei ich, seitdem jetzt, seitdem zur Kirche gehe. Der Witz ist aber gut, Es war so geil, ey. Ich weiß nicht, ob du das groß mitbekommen hast, aber es war echt lächerlich, wie die sich da so. Allein die Frage finde ich ja schon irgendwo ein bisschen Quatsch, wegen, ja, heute ist ja Sonntag, waren Sie denn in der Kirche? Nein. An die Frau Merkel. Sie, nein, also ich war heute nicht in der Kirche, ich habe zu Hause im stillen Kämmerlein gebetet quasi nach dem Motto, ich hatte halt leider keine Zeit. Ja. Da kommt der wer ist es, der Schulz da an, sagt, ja, also ich war heute in der Kapelle,
Und ja, hab da mal kurz mit dem Fuß reingeguckt, ob die auch wirklich einen festen Boden hat, so nach dem Motto. Also es ist mehr so dämlich. Und dann natürlich die gute Frau Merkel darauf. Ja, also wenn das so ist, ne, ich war gestern in einer kleinen Kapelle, weil da war der Todestag von meinem Vater, ne, Gott hab ihn selig und so weiter. Also da will ich jetzt nichts ankreiden, ne? Ja. Aber das war so sinnbefreit, so völlig. Ja, Glückwunsch, toll, das freut mich für dich. Aber who cares? Ja, es ist bei uns in Österreich auch nicht anders. Ne? Also. Ja, wobei ihr wart ja auch geil mit dabei, ne? Also ihr habt euch ja wirklich überhaupt nicht entscheiden können. Ja, ja. Also, bei uns ist es sowieso immer katastrophal mit den Wahlen, also ach. Ja. Ah, was willst du machen, ne? Ja, es ist halt jedes Mal dasselbe, ne? Jeder verspricht, jeder ne, sagt das und das, machen sie und dann. Ja. Alle aber wir sind halt, die Laien, wir können halt dagegen gar nichts machen. Nee, das ist definitiv nicht. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Ach, blass mir doch in Schuhe mit deiner blöden Hülle. Willst du es machen oder willst du es nicht machen? Nein, ich mache hier gerade schon zu. Okay, dann lassen wir den Drohnenabsturz. Ja. Machen wir nur die Main-Mission. Diesmal haben wir es auch ein bisschen einfach, was das Verteidigen angeht. Ja, wir machen es auf jeden Fall nicht mehr so, ja, so aufwendig wie das letzte Mal. Nee. Wobei wir jetzt auch, was die Wege angeht, ein bisschen besser dastehen. Ja, das auch, das stimmt allerdings. Nee, aber wir haben das einfach viel zu aufwendig gemacht und haben es nicht gebraucht, also. Ja. Ne? Hä, lol? Ach, weil da am Boden drin ist, alles klar. So. Machen wir halt, wie gesagt, das etwas breiter und dann geht das schon. Zack. Hier, guck mal, wie ich das jetzt hier vorhabe. Im Grunde genommen haben wir drei Wege. Einmal hier kannst du durch, dann kannst du hier rechts kannst du durch. Mhm. Alles hier hinten ist egal. Und bei dir auf der Seite kannst du auch durch. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ziehen wir es durch? Ja, ich würde sagen, nicht so extrem krass so wie vorher. Ich glaube, so wie jetzt reicht es eigentlich ganz gut, oder? Ja, was? Wir nehmen Schaden? Das finde ich auch etwas blöde. Die sagen, wir nehmen Schaden und hinten wird eine Mauer angegriffen, ne? Und nicht das Gebäude selbst. Das ist die Drohnenbergung, die da gerade Schaden nimmt. Ja, 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 das auch. Ja. So, dann bauen wir mal ein paar Deckenfallen, hä? Für zwischendurch. Machen wir den oder machen wir. Was ist denn besser? Der Deckenfallen-Zipper oder. Also, der Zipper macht Dreier, also ich würde sagen, dieser Dreier, den was du hier rein platziert hast, ne? Ja. Da einen. Ein Einzel rein und da hinten dann in der zweiten Reihe diesen Dreifach-Sepper, ne? Und dann da wieder einen normalen, ne? Also immer quasi. Also vier von denen, die jetzt schon hängen, plus nochmal zwei von den anderen. Also im Prinzip 1, 2 oder 3, 4 könnte man davon machen, ja. Aber von denen da, der was da halt hängt, immer an der zweiten Stelle. Das heißt da ein Einzelzipper, also dieser Ding, und dann, also nicht der, was da jetzt hängt, ne? Das ist ein Dreier-Sepper, den da reinmachen. Da wo ich jetzt. Ach, stehen den, der große jetzt hier rein? Genau, also weil der macht nämlich einen Radius von 3x3, so finde ich. Der hier, da rein und dann hier noch einen, oder wie? Genau, so einen dicken, da und noch dann einen. Noch hier einen oder in die Mitte nochmal? Hier. Ja, da noch einen, so ein Dreier-Sepper. So? Okay. Genau, da halt dieser Einzel-Sepper. Ne? Okay, dann mache ich das auf der Seite. So, hier so auch wie noch bei gerade. Mir da. Der Sepper, was da hier ist, ne? Achso, du bist ja, hier. Ja, okay. Ich kümmere mich gerade um den anderen Spaß. Aber du weißt, was ich meine, ne? Na klar, nee, ich bin da voll bei dir. Mal abgesehen davon, dass ich halt. Oh, ich habe gar nicht mehr die Ressourcen dafür. Alles klar, na gut, das habe ich natürlich auch nicht. Also. Toll! Toll, toll! Jetzt stehen wir da, wie die Idioten. Ja. Ohne Sepper. Ich mach hier nur ein Dach rein, weil falls diese blöde Olle da wieder rein schießt, ne? Das Häcksle. Dann, das Häcksle, genau. Lebt. Dann schießt die da einfach drüber. Lebt denn das alte Häcksele noch? Häcksele noch? Aber ich könnte noch ein paar Wandzippern machen. Wandzippern. Ja. Die Dachzepper, Zepperlette. Oh, hoppala. Okay. Machen wir mal. Kann ich da oben zubauen jetzt? Geht das? Wunderbar. So, zack. Okay, da geht's wieder nicht. Das ist total unlogisch. Ich meine, ja klar, er fliegt dann da raus mit seinem blöden Auto, aber ja. Sein Bus. Es liegt was in der Luft, So, sieht das gut aus?
Warte mal. Ja. Also Ja, viel, kann man so viel mehr lassen. Zipper kann ich nicht mehr, weil mir fehlen einfach die Risse. Verdammt nochmal, dann müssen wir, wir quatschen da in der letzten Folge was von wegen, wir rennen jetzt schnell durch und machen mal hier Tabula Rasa oder so. Ja, na dann mach mal. Los, los, Und los. jetzt kommen wir hier nicht durch, kommen wir hier nicht fertig, weil hier weil uns die Ressourcen fehlen, Mann. Das ist doch kacke, Hoppala. ist das da. So. Ja, das mit den Ressourcen ist natürlich blöde, Oder aber schon ich hier würde irgendwie. sagen, wir So, schaffen das auch hast du schon so. reingeschmissen? Sind wir fertig? Ja. Wunderbar. Komm mal hier auf. Oh, lol, ich laufe gegen die Ding, okay. Ich liebe Da, dich. da, easy. Psst, Ja. Gut, dann machst du die Seite, dann mache ich die Seite. Hätten wir bloß Easy Kontakt Rippung. genommen. Bei dir kommt einer vorbei. Papi. Ach, der kam von links. Ja, da kommt von da auch. Lol, das ist natürlich blöde, ey. Hoppala, voll verschossen. Idiot, ich meine. Hey, 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 hey. Das ist aber ärgerlich gelaufen für dich. Ne? Denk an, du weißt schon, Du an weißt die schon, wer, nein. Brutalisierung. Du meinst an den Typen, dessen Namen nicht genannt wird? Oh. Oh yeah. So, kommt hier her, ihr Schweine. Schweine. Ja, ja, So, ja. aber jetzt kommen sie auf der Seite auch durch. Was? Warum? Was sie jetzt aufgemacht haben. Was hast du erwartet? Alles klar, toll, Patrick. Nein, der macht die Wand da kaputt. Vom Wasser. Ja, das ist natürlich extrem dumm, dass der da durchkommt. Ich muss nach ran. Wie, Oh ja, hat den blöden Bienen auf mich gespuckt, hat keine Dreckchen. Aha. Das heißt hier. Oh! Stirb, du Schwein! Er will mich, aber er kriegt mich nicht. Bam, da kriegt er die Schuriken ins Gesicht. Hahaha. Der kann ja mal gar nichts, Mann. Kann er auch nicht. Kann er nicht. Hallo Großer, wie geht's Oh dir? nee! Diese Bienen heilen sich, ne? Sie sind durch, oh nein, oh nein! Also sie Ich übernehme den Dicken. Sie greifen. Hä? Den Dicken, was sind wir denn was? Sie greifen erst die Ecke an, bei der die Tür ist. Ja. Was, nur noch 30 Sekunden? Ist das Spiel dann zu Ende? Nö, dann kommt die zweite Runde. Achso. Hä, was heißt denn die Füße dann? Die klopfen an, Mann. Ich bagger grad nicht beschäftigt. Block nicht! Blockier du doch nicht! Wie hast du letzte Folge gesagt? Blasen doch nicht du! Was? Also nicht letzte Folge, sondern. Das sag ich grundsätzlich immer. Blas mir doch in den Schuh. Easy! Ja, so. Die können doch einfach alle nichts. Gute Arbeit, Team. So. Hallo, Tür? Dankeschön. Warst du gerade rein, oder was? Ja, natürlich. Brauch noch wieder Blue Glow. Hast du alles drin? Hab ich, hab ich. Passt alles? Aktivieren, los geht's! Schutzschild aktiviert! Überprüfe deine Karte. Ich brauche mehr Ressourcen. Ja, das da bin ich d'accord, brauche ich auch. Auf jeden Fall Stein habe ich keinen mehr und Metall sieht auch nicht gerade Das ist für die großartig aus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ach so, brauchst du andere? Ja, die Sachen für die Fallen. Ach so, ja. Toll. Ja, ich bin zu gut und zu schnell. Also zu schnell halt auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, zu gut. Ja, komm, komm, komm. Jetzt mach nicht diesen. Oh oh. Kommt So. doch her, ihr Schweine! Na, 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 na. Ja, ist doch wahr. Hast du wieder den durchlassen, ne? Nö. Alles im Griff. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ah, hast du wieder einen durchgelassen, ne? Was? Nö. Nein, nein. Nein, nein, nein. Alles nein, du hast alles gut.
Ja. So, sieht gut aus, ne? Alles easy, alles ruhig. Ich fühl mich sehr, sehr gut. Da kommt was Großes, glaube ich, oder? Echt? Hast du was Großes gehört? Ich dachte, ich hätte was gehört, ja. Na, gucken wir mal, ob so ist. Ja, hey, da schläft einer. Nee, da kommt einer. Ein großer? Halleluja, ja. Oh, ein Schweber auch noch. Patrick? Ja. Oh! Alter! So, der eine ist tot. Oh. Hey, Moment mal. Wer will hier unserer... Kümmerst du dich um den? Ich kümmere mich um den. Der meine ich nicht ins Lager. Ja, hab ich. Nein! Ach! Das ist echt ärgerlich für ihn gelaufen. Er ist einfach hier gestorben, ne? Hast du gesehen? Einfach hier. Ja, zu viel getrunken. Wie ich immer Wochenende. wie Justus, ne? Also wie Rego. Alter. Na gut, man muss ihn zugute halten, er ist halt Student, ne? Da geht das auch. Ja, na gut, Studenten, ne? Nee. Sowas konnte ich früher nicht machen. Ja. Studieren. Das Blöde ist, ich hab dann einfach nicht die Reichweite, ne? Nee. Oh, ein großer kommt. Da ist auf jeden Fall ein Dicker. Komm ran. Nein! Okay, er rammt dich! Oder auch. Lol, der ist ein selten ähnlicher. Stirb! So eine Pfeife. Gewonnen! Nur in 40 Sekunden. Was? Der hat doch gerade irgendwas gefeiert gerade. Ah ne, das war wegen Tag. Scheiß drauf! Wow, das sah geil aus. Das war schon geil. Ja, ich weiß, ab und zu liegt's mir irgendwie. Warum schießt du immer auf die, die ich auch gerade wegschießen will, Mann? Na, weil ich halt zu schnell bin. Mach das nicht gerne. Meine Pumpe ist halt einfach zu langsam, Mann. Ja, dann nehmen wir auch einen aus Saugweifel in ins Kiefer. Würde ich gerne, die sind aber scheiße. Was? Die sind geil. Nein. Stark. Du hast keine Ahnung. Ja. Ist halt Einzelfeuer, aber ist geil. Cool. Nice one. Oh, das ist ein Blue Glow. Danke. Ja, ich hab gerade einen Blue Glow gefunden. Winner, winner! Chicken Dinner! So, liebe Freunde, dann war's das aber auch schon für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu für den Kanal seid, auf den Kanälen. Denn ein Abo würde uns jeweils sehr freuen. Den Markus findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und may the fun be with you. Ciao, ciao.